Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu GTA San Andreas. Lang ist's her, aber ich musste ja ein bisschen was machen. Ich musste mein Lungenvolumen aufbauen und so weiter und so fort. Und habe auch nebenbei hier, wenn es bitte darauf bleiben würde, hallo. Ach, komm schon. Habe auch neben... Hallöchen, statt gespeichert. Ich will die gar nicht speichern. Essen-Datei speichern, okay. Cruiser-Tasten auswählen. Ja, hier habe ich mein Fett reduziert. Meine Kondition habe ich komplett aufgebaut. Respekt ist gleich geblieben. Lungenvolumen ist komplett aufgebaut. Sexappeal ist total im Hintern. Muskeln bin ich gerade dran. Fahrerskills kommen auch irgendwann. Ich habe das nämlich vor, jetzt das Spiel zu 100% durchzuspielen. Ist zwar komplett verrückt, was ich mache, aber egal. Eine Freundin, ja, das heißt, ich werde alle Freundinnen haben, alle Statistiken so hoch wie möglich gehen. Tja. Mahlzeitenglück. Was für Glück? Im Casino oder was? Man weiß es nicht. Geld, Waffenbudget insgesamt, was? Kleidungsbudget 125, Budget für Immobilien 30.000. Okay. Autoreparatur, Tattoos, bla bla bla, brauche ich alles gar nicht. Na, wie gesagt, das Problem ist nur, dass ich während ich mein Lungenvolumen aufgebaut habe, Folgendes passiert ist, und zwar habe ich keine Waffen mehr, weil ich bin gestorben, weil ich in irgendeinem Gebiet aufgetaucht bin, was der Polizei nicht gefallen hat. Dann hatte ich fünf ganze Polizeisterne und dann war alles im Popo. So. Und wir wollen jetzt nicht weiter mit der Mission machen, sondern wir wollen unsere Gesundheit aufbauen. Und ich habe gelesen, dass wenn man... Hallo, fahr nach vorne. Dass wenn man diese Krankenhausmission auf Stufe 12 bringt, man die Gesundheit, die maximale Gesundheit erreicht hat, habe ich gehört. Das will ich ausprobieren. Und zwar geht das am besten in Angle Pine. Hier bin ich auch gerade. Warte, ich zeig's kurz. Rausum, 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 rausum. So, hier ist Angle Pine. Irgendwo in der Pampa. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal, indem wir jetzt. Wie geht das nochmal? Wie geht das an? Nee, so nicht. So auch nicht. Oh, verdammt, ich glaube, das geht auf. Weiß ich gar nicht. Warte, ich gehe nochmal raus und rein, um zu gucken, wie das funktioniert. Wie kommt man das hier an? Drücke 2. Fahre die Patienten vorsichtig in die Klinik. Hier die Erschütterung mit der Tiere über den Lenkschutz. Okay. Sanitäter! Kommen Sie rein! Oh, da hat jemand seine Tage. Ah, kann passieren. Plus 15 Sekunden. Jede Erschütterung mindert Überlebenschancen. Ich werde der beste Sanitäter sein, den es je gegeben hat. Level 12 müssen wir erreichen. Besser als die ganzen Sanitäter, die kommen, wenn ich Leute umbringe. Komm schon. Warum nicht verfahren? So ein alter Penner. Ist aber auch krankenversichert? Ich glaube nicht. Der kann auf keinen Fall da bleiben. Plus 15 Sekunden bitte. Danke. Anscheinend geht das in Engelpein so leicht, weil die Stadt relativ klein ist und das Krankenhaus eigentlich immer in der Nähe ist. Bitte. Belohnung 200. Nebenbei sammeln wir noch ein bisschen Geld für Waffen, die ich später wieder kaufen muss. Die alte Oma. Die kommt auch gerne mit. Level 3. Level 12 müssen wir erreichen. Moment. 3 bedeutet, dass 3 Leute fehlen. Das heißt, bei 4 sind es, glaube ich, 4 Leute, oder? Und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende sind es 12. Da muss ich wohl mehrmals fahren, weil freie Plätze haben wir immer nur voll wenig. Ich glaube, insgesamt 4 kann das sein. Komm schon, Oma. Rein da. Babuschka. Ach so. Oder haben wir nur 3 freie Plätze? Krankenwagen voll. Oh. So ist das also. Okay. Jetzt bluten die da alles voll. Es gibt keinen zum Behandeln, ich fahre sie einfach nur. Wow, fast dagegen fahren. Jetzt aber raus hier. Level 4.
Oh, Level 4 sind aber schon viele. Insgesamt nur 3 Feuerplätze, das ist sehr extrem nervig. Eins. Hey Parker, move for a minute. Alter Mann. Alter Mann, der nichts kann. Komm. Alle haben ihre Tage da. Egal, ob Mann oder Frau. Komm. Krankenwagen voll. Also los geht's zur Krankenstation. Oh, verdammt. Sorry. Das wollte ich garantiert nicht. Plus 25 Sekunden, okay. Das ist nett. Aha. Dankeschön für gar nichts. So, hier hast du's. Komm rein, Süße. Oh, sie will vorne rein. Jedoch hast du deine Erdbeerwoche, da will ich nicht gerne eintauchen. Tut mir leid. CJ sticht nicht gerne ins Rote Meer. Kann ich verstehen. Komm schon. Lohnung 800. Die müssen wir noch aufpassen, sonst überfahre ich die noch. Komm schon. Komm rein. Am besten, ich fahre erstmal nach da hinten. Dann bringe ich die beiden erstmal weg, würde ich sagen, oder? Komm rein. Oh, diese blöde Bitch da ist im Weg. Alter, ich bin ein Krankenwagen, Mann. Eigentlich sollte ich die Sirene aktivieren, kann das sein? Ich mach's einfach mal. Vielleicht bringt's ja was. Auf jeden Fall fährt er zur Seite. Lieber gegen die Wand fahren, anstatt den Krankenwagen zu stören. Ja. Wie möchte ich leben? Plus 25 Sekunden, okay. Zur Seite. Hey! Ich, meine Tastatur. Hallo. Nein! Ich liebe meine Tastatur, wenn sie mal wieder rumspackt. Wir sind gerade Level 5, aber wir müssen noch 7 Level überstehen. Blöde Sache. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal ran hier. Ja, ruhig vorne ansteigen. Ist alles bakterienverseucht, aber egal. Das interessiert ja keinen. Plus 18 Sekunden. Warum gerade plus 18? Die ist hübsch. Oh mein Gott. Plus 21 Sekunden. Okay. Ich verstehe, warum Engelpein so beliebt für die Krankenwagenmission ist. Belohnung 1250. Ich hoffe, ich habe es auch richtig gelesen. Ich hoffe, dann wird unser Leben maximiert. Plus 15 Sekunden. Jetzt müssen wir 6 Leute retten. Zur Seite, Mann. Geh zur Seite. Sonst gehst du pleite. Da passen doch locker 2 Leute hinten rein, aber egal. Sie müssen trotzdem zu erfahren. Raus, alle raus. Danke. Gerettet, 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 gerettet. CJ rettet Leute. Ja, obwohl er ist ja eigentlich ein netter Typ, ne? Er macht das ja alles nur für die Kollegen. Für die Family. Um es dann den Verrätern heimzuzahlen. Komm schon, ich muss Waffen finanzieren. God dang it, tut mir leid. Bist du tot? Nein, ne? Ich hoffe nicht. Ich habe nur Stöhnen gehört. Und Stöhnen bedeutet noch, sie lebt. Stöhnen bedeutet, sie lebt noch. Oh verdammt, schon wieder ein Stöhnen. Das will ich gar nicht. Nicht, dass ich stöhnt. Wenn wir schönen Frauen nur woanders. Nicht im Krankenwagen. Hör auf zu stöhnen, meine Fresse. Alles ist gut. Level 7. Mehr als die Hälfte ist geschafft. Nee, noch nicht. Wir sind gerade dabei, mehr als die Hälfte zu schaffen. Scheiße, es wird immer weniger Zeit. Fällt gerade auf. Das ist voll ärgerlich.
Komm rein, Mann. Herr Reinmann, komm rein, Mann. Herein und raus. Dann ist aus die Maus. Ab in die Krankenhausstation. Erstmal abladen hier. Raus mit euch. Raus. Alle raus. Das eine Mal, wo die Tastatur abgekackt ist, war unnötig. Ja, tut mir leid. Ist auch schuld. Ja, ein bisschen Abwechslung ins Play bringen, ne? Immer stumpf Missionen machen, ist ja auch irgendwann öde. Und somit verschaffen wir uns auch noch einen Vorteil. Alter! Dum, 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 dum. Danke. Danke. Mrs. Schlag mich tot. Scheiße, jetzt muss ich die ganze Fahrt nochmal machen, wegen einer einzigen Person. Das ist unnötig. Warum fährst du denn gegen mich dran, Alter? Bist du komplett bescheuert? Jetzt haben wir auch irgendwie mehr Zeit. Heißt das jetzt, es wird irgendwie einfacher? Ja, beziehungsweise die Leute werden langsamer, kann das sein? Ich glaube, ich muss näher ranfahren nächstes Mal, bei jedem. Um sicherzustellen, dass auch jeder irgendwie schnell reinkommt. Nicht verbluten, CJ ist unterwegs. Dr. CJ, Dr. Turk. Dr. Turk verarme. Komm rein, man. Sekunden plus. Das erste Mal, dass ich dreimal fahren muss, war. Das nervt. So, da sind gleich drei. Die holen wir natürlich zuerst ab. Ich habe immer am Anfang erst nur eine Minute Zeit oder was. Kommt mir gerade so vor. Muss ich mal drauf achten. Alter. Alter. Heftig. Wie so ein bescheuerten Zaun. Polizei aus dem Weg. Wir haben es eilig, wir haben es eilig. Wir haben hier fast Tote. Das erste Mal, dass die Polizei mir eigentlich helfen muss. Sorry. Bis ihr in das Krankenhaus ist, also kein Problem. Ich bin der beste Arzt der Welt. Wie, du brauchst es auch so lange. Ich mach dich Krankenhaus. Haha. Ich mach dich wirklich Krankenhaus. Ich weiß, wie ich fahre. Erstmal den da einladen. Hey, come run, diese fette Party. Howdy, Cowboy. Oh, und dann brauchen wir noch auch. Auf jeder Party muss eine Frau dabei sein. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum ich da mal ranzoome. Um die Pixel genau unter die Lupe zu nennen. Ja. Ja, tut mir leid. Steinschuld. Dumm ist gelaufen, nicht echt. Level 8. Puh, komm schon, bis Level 12. Das muss einfach klappen. Langsam werden wir auch reich. Oh, Madam. Don't be so slowly. Danke. Yes, du. Du bist hoffentlich nicht so slowly. Tu nicht so. Wer es schafft, so langsam ins Krankenwagen zu gehen, der hat auch noch Zeit zum Leben. Wow. Yo, ich habe Tatsache immer eine Minute Zeit. Es wird immer auf eine Minute gestellt, egal wie viel ich habe. Okay. Level 9, 9 Leute also. Dreimal fahren, genau dreimal fahren. Da wollte ich verarschen. Die Polizei ist wirklich in mich reingefahren. Madam, come on.
Madam, come on. Danke. Sie sind nicht die Einzige auf dieser Welt. Hey! Danke, dass du mich mitnimmst, Mann. Gibt's im Krankenwagen? Im Krankenwagen? Im Krankenhaus wieder so kleine Fleischbällchen? Die mochte ich voll. Ja, bestimmt. Bestimmt hast du dich noch deswegen verletzt, ne? Um wieder Fressen zu bekommen im Krankenhaus. Okay, da sind drei nebeneinander und drei weit auseinander. Also mach ich jetzt mal die drei weit auseinander. Oh, wo ist mein Kumpel? Ach, den habe ich schon weggebracht. Ach ja, dieser Huren. Wir wollten noch zusammenfahren. Sind nur drei Plätze frei. Was? Das ist ja Fucher hier. Was ist denn das für ein Krankenhaus? Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin nur der Fahrer. Außerdem ist es gar nicht mein Krankenwagen. Ich habe ihn nur zufällig gefunden. Was? Ach, nichts. Alles ist gut. Okay. So. Hallo, alte Frau. Jetzt siehst du der jungen Frau. So, mehr Platz gibt's nicht. Wieder zurückfahren. Es könnte sein, dass diese Folge hier ein bisschen länger wird. Aufgrund der langen Mission hier kann man nichts dran ändern. Es tut mir leid. Gerettet, gerettet, schon wieder mal gerettet. Eine Minute 30 haben wir noch. Sollte mal locker ausreichen. Solange es keine Slowly-Frau ist. 50 Sekunden plus, 50 Sekunden plus. Und. Nee, keine. Oh doch. Und 18 Sekunden plus. Auf geht's zurück. Zum Haus der Kranken. Zum Hospital mit dem Ambulanze. 4050, wow. What the hell? Aber dann diese Straße sind schon 6 Stück. Fahrerskills plus, perfekt. Komm mal ran hier. Alte Dame. Ja, haut mal alle ab. Ich bin im Krankenwagen. Nein, komm raus. Seid ihr denn bescheuert? Die fahren alle gegen mich, ich bin nicht schuld. So, das wäre dann die volle Besetzung hier. Meine Mannschaft ist komplett. Wir können jetzt auf die Grand Line. Um das One Piece zu finden. So. Jetzt muss ich viermal fahren, ne? Einmal nur wegen einer Person. Verdammt. Die gehen immer solche komischen Wege. Die gehen... schleichen wirklich um das Auto herum. Die müssen es unbedingt die ganze Zeit berühren. Ich muss immer mit einem Finger ans Auto am Auto bleiben, damit ich mich nicht verlaufe. Anstatt einfach sofort drum rumzulaufen. Erstmal gegenlaufen. Warum bist du oben ohne? Sieht aus wie ein Zombie. Scheiße. Bloß nicht sterben. Nicht sterben, Leute, nicht sterben. Wir sind jetzt Stufe 10, das will ich jetzt nicht vermasseln. Denn sonst meine ich. Ganz, ganz dolle. 2 Minuten haben wir. Warum isst ihr nicht einfach die Hot Dogs wie ich? Da seid ihr kerngesund. Damit geht die Power ruckzuck wieder voll. Und ihr könnt euch das ganze Krankenhausgelaber sparen. Und ihr behaltet gleichzeitig noch eure Waffen. Nehmen euch alles weg. Selbst die Schaufel. Du siehst aus, als hättest du eine Schaufel. Willst du sie wirklich verlieren? Anscheinend ja. Nein, ich entscheide das nicht. Wie ist passiert? So, rein da. Ja, halte genau da an, wo ich immer drum rumfahre. Meine
Manche Fahrer haben echt Nerven. Ach, diese Mission sollte ich locker schaffen, komm. Come on, baby. Who's that man? Rubble, rubble, rubble. Der sieht voll mental retarded aus. Er geht auf jeden Fall so. Mental retarded, man. Kartenhaus, man. Ich hab dich lieb, man. Fass mich bloß nicht an. Warum sitzt du dich genau neben mich? Ich brauche von dir. Ja, das sieht man. Aber nicht meine. Okay. Okay, ich steig aus. Okay. Tschüss, ne? Tschüss. Level 11. Oh mein Gott, die sind jetzt noch mehr verteilt. Wow, fast habe ich die Polizisten überfahren. Psst, komm mal ran hier. Was zur Hölle ist passiert? Warum rastet jetzt die Polizei aus? Man weiß es nicht. Gut, jetzt fahren wir hier entlang und holen den da ab. Sorry, man. Ach, scheiße. Egal, es qualmt noch nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Och man, das wird richtig lang hier. Eigentlich hätte ich es pausieren sollen. Ach nee, komm schon. Das mache ich jetzt aufs Ende. Komm rein, du Bauer. Na, ich mache mir doch eine kleine... Na, nicht verhaspeln hier. Ich mache mal doch eine kleine Pause rein, ne? Wir sehen uns also beim nächsten Mal. Da machen wir die Krankenhausmission zu Ende. Bis demnächst und tschüss.